Herzlich willkommen zu C3 Linden. Hätte ich gerne gesagt an diesem Wochenende. Aber so sage ich herzlich willkommen zu C3 at Home. Corona hat allem und jedem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich sage dieses Wort jetzt nur einmal und danach heute nie wieder. Schön, dass ihr da seid bei diesem etwas anderen C3. Normalerweise wärt ihr am Donnerstag hier jetzt reingekommen und wärt auf dieses Bild von Anne Frank zugelaufen, hättet ihr euch angemeldet, hättet einen Zeltplatz bekommen und dann hätten wir hier ein tolles Wochenende in Linden verbracht. Aber dieses Jahr ist alles anders. Ihr werdet im Hintergrund werdet ihr Geräusche hören, hier fahren Autos entlang, hier schneidet der Hausmeister gerade die Hecken, werdet ihr vielleicht gleich nochmal hören. Dafür kann ich nichts. Das ist einfach live, das ist die Aufnahme. Lasst euch nicht stören davon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Egal, ob du zu Hause bist oder wir zusammen seid im CVM-Haus, im Gemeindehaus. Toll, dass ihr dabei seid bei C3 at Home. Hier in Linden an der Anne-Frank-Schule, da werden wir normalerweise die Turnhalle, soweit ich das von außen beurteilen kann, ist sogar fertig. Vielleicht, wenn wir dieses Jahr sogar reingekommen, wer weiß das schon so genau. Die, die schon öfter hier waren, wissen, die Turnhalle, naja, wir konnten rein, wir konnten sie nutzen, aber so war nicht mehr so state of the art, wie man sagen würde. Das ist schön, dass sie fertig ist. Schade, dass wir nicht hier sein können, aber schön, dass wir C3 at Home miteinander erleben können. Egal, ob ihr in Buchenau seid, in Michelbach, in Eisern, sonst irgendwo im Siegerland unterwegs seid, in Eschenstrut, in Atzbach-Dorla. Viele Orte sind dabei bei C3 at Home. Ihr werdet den Tag über das ein bisschen mitbekommen, wenn ihr auf Insta was postet mit den verschiedenen Hashtags, dann seid ihr eingeladen, da zu gucken, was die anderen Gruppen heute so machen. Und heute Abend beim Livestream werden wir alle miteinander verbunden sein. Ich bin Schotti, ich arbeite beim CVM Westbund in den Bereichen Teenagerarbeit und Sport und habe mit dem Leitungsteam C3 vorbereitet. C3 hier in Linden eigentlich, aber auch C3 at Home, die sich viel überlegt haben für den heutigen Tag. Und eure Mitarbeiter vor Ort, die wissen schon ungefähr, was heute passieren wird. Ihr könnt euch überraschen lassen. Die haben auch was vorbereitet. Zu essen, Spielaktionen, Kreativaktionen. Vielleicht werdet ihr heute Nachmittag was machen, je nachdem, wie bei euch das Wetter ist. Heute Abend der Livestream. Vielleicht gibt es heute Abend ein Lagerfeuer bei euch. Jeder erlebt unterschiedlich C3, jede Gemeinde, jeder CVM für sich. Und trotzdem erleben wir immer wieder Punkte gemeinsam. Und das finde ich total cool. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich werde euch so ein bisschen führen durch diesen Vormittag. C3 Interaktiv haben wir das Ganze genannt. Und unser Thema dieses Jahr bei C3 at Home wird sein Hashtag NoFilter. Einfach ich. Ihr seht mich jetzt ohne Filter. Jetzt seht ihr mich mit einem Filter. Jetzt mit einem anderen Filter. Und ihr kennt diese Filter, wenn ihr bei Insta unterwegs seid, Snapchat vielleicht nutzt, TikTok oder so. Da kann man Filter drüber legen. Das sind Effekte, die das Ganze ein bisschen anders aussehen lassen. Die das ein bisschen cooler aussehen lassen, die Bilder, die Videos, die ich poste. Nicht so wie in der Realität. Und ich glaube, das machen wir auch in unserem echten Leben, dass wir Filter aufsetzen. Manchmal sagen wir auch dazu Masken, die wir uns aufsetzen. Dazu kommen wir gleich ein bisschen noch näher, gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Jetzt erstmal ein erstes Lied mit unserer C3 at Home Band, Extrakt aus Niederdresselndorf, Ortsteil von Burbach. Die werden uns begleiten den Tag über. Wir werden heute Morgen mit uns Lieder singen und ihr seid eingeladen mitzusingen, dort wo ihr seid. Extrakt wird uns da durchführen durch die Lieder, jetzt und heute Abend. Und ihr könnt euch darauf freuen. Das ist eine coole Band, machen gute Musik und jetzt viel Spaß mit dem ersten Lied mit Extrakt. Ja, herzlich willkommen auch von uns. Wir sind die Extrakt Band und wir freuen uns mit euch heute Musik zu machen. Thank you.
Wo ist der jetzt? Vielen Dank erstmal an Extrakt für das tolle Lied, für die gute Einstimmung. Ich bin hier in Buchenau. Ich bin nicht mehr in Linden. Und C3 Interaktiv über werde ich immer an anderen Orten sein. Das sind Orte, die bei C3 at Home mitmachen, die sonst bei C3 mit auf jeden Fall dabei sind. Das sind nicht alle Orte. So viele Zwischenmoderationen gibt es dann auch nicht, dass ich überall sein könnte. Ihr werdet immer rechts oder links unten, je nachdem, ein kleines Ortsschild sehen, wo ich mich gerade befinde. Dann werde ich auch nicht mehr viel zu dem Ort sagen. Und ihr bekommt aber so ein bisschen Einblick, wo ist gerade C3 at Home und wo sind Gruppen, die sonst bei C3 auf jeden Fall mit teilnehmen. Hashtag NoFilter, einfach ich, das ist das Thema heute. Und einige von euch, die können mit dem was anfangen. Die meisten wahrscheinlich sogar, denn Filter, die benutzt man bei Instagram. Kann man auch bei Snapchat benutzen, bei TikTok auch. Filter legt man über Fotos oder Videos drüber, damit das Foto ein bisschen cooler aussieht, ein bisschen ansprechender. Weil sonst, die Farben, die kriegt man immer nicht so gut hin, so gut fotografieren kann ich jetzt auch nicht. Oder ich will nicht bis zum Sonnenuntergang warten, bis die richtige Lichtstimmung da ist. Oder mein Essen, das ich gerade fotografiert habe, das sieht irgendwie blöd aus, aber zack, Filter draufgelegt, schwarz-weiß, dann sieht es schon richtig schmackhaft aus. Und so kann man über jedes Bild Filter drüber legen und zeigt somit den Leuten, hey, guck mal, wie cool es bei mir ist. Man verändert also ein bisschen die Realität. Man zeigt nicht die Realität und zeigt nicht das, was eigentlich zu sehen ist für alle anderen, wenn sie da wären. Und ich glaube, das machen wir auch in unserem echten Leben, dass wir Filter aufsetzen. Manche, das werdet ihr heute häufiger hören, manche setzen quasi eine Maske auf. Nicht die C-Wort, ich sag's nicht mehr, sondern eine Maske vor allem über die Augen. Ihr habt es heute Morgen vielleicht schon gelesen, das kann man machen. Man ist traurig oder fröhlich und macht genau das Gegenteil vor den anderen, weil man nicht will, dass sie sehen, dass man traurig ist. Und so Filter gibt es ziemlich viele. Wir haben ein paar Leute gefragt im Vorfeld, die uns jetzt erzählen möchten, wo setzen sie Filter bzw. Masken auf. Vielen Dank euch, die ihr das gemacht habt, die euch darauf einlasst. Das sind Situationen, die sind jetzt noch so oder die waren vielleicht mal so. Schaut es euch einfach mal an, dass ihr einen Eindruck bekommt, wo kann man Masken und Filter aufsetzen. Die Schule war immer ein beliebter Ort für Masken für mich. Ich bin in die Schule und wusste genau, ich muss niemandem sagen, was ich in meiner Freizeit mache. Ich habe es auch kaum jemandem gesagt. Es wussten zwar alle irgendwie, dass ich Christ bin, aber das war es dann auch eigentlich. Und ich habe mir ja Mühe gegeben, dass man es nicht so merkt und dass ich einfach in der Schule gut ankomme bei den anderen. Man hat sich nur in der Schule gesehen und ja, damit war es auch okay. Ich habe die Maske quasi, sobald ich aus dem Bus ausgestiegen bin, wieder abgenommen und war einfach jemand anders. Ich war ja eine andere Jenny und konnte dann meine Freizeit verbringen und wie ich dann so in meiner Freizeit bin. Masken waren für mich gerade in der Schule ein großes Thema, damit keiner so in mich reingucken kann und keiner irgendwie ja meine Fassade und meine Maske anders erlebt oder auch die Jenny anders erlebt, so wie ich in der Schule einfach nicht sein wollte. Und ja, ich kann euch sagen, auch ich nehme Rollen ein, wie ich eigentlich gar nicht so bin. Aus beruflichen Gründen allein schon und ja, auch in meinem Alltag. Manchmal denke ich, boah, ich wäre voll gerne eine Macherin. So voranschreiten, eine ganze Menge enthusiastisch mitnehmen und geiles Programm machen, vorne stehen, die Rampensau sein, weil es cool ist, weil gute Stimmung ist und einfach Bock macht. Hab aber in der Arbeit gemerkt, eigentlich bin ich gar nicht so, weil ich besser schreiben kann, besser zuhören kann, also Ermöglicherin bin. Und damit geht es mir gut, weil ich Räume schaffe, für Menschen da sein kann, ein Beziehungsmensch bin, ein persönlicher Typ und die Rolle nehme ich gerne an. In dem Filter bin ich gerne unterwegs. Wenn ich mich in einer größeren Gruppe befinde mit Leuten, die ich nicht kenne oder noch nicht kenne, dann tue ich mich sehr schwer damit, aus mir herauszukommen und wirklich zu sein, ja, wer ich bin. Und bis das soweit ist, lege ich am liebsten einen Filter auf, der mich möglichst unsichtbar macht. Ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber,
was die Leute von mir denken und was sie von mir halten könnten und fall dann am liebsten erstmal gar nicht auf. Vielen Dank für eure kurzen Berichte, wo ihr Masken, wo ihr Filter tragt. Und jetzt seid ihr zu Hause dran, euch genau das zu überlegen. Wo trage eigentlich ich Masken? Wo setze ich Filter auf? Wo gebe ich mich nicht so, wie ich normalerweise bin? Extrakt wird zwei Lieder für uns spielen, ihr dürft gerne mitsingen und währenddessen auf Masken aufschreiben, wo trägst du eigentlich Masken? Die Masken habt ihr schon bekommen oder bekommt sie jetzt gleich von euren Mitarbeitern. Schnappt euch einen Stift und schreibt auf die Maske direkt drauf, wo trage ich Masken? Wo bin ich bei Menschen nicht so, wie ich sonst bin? Das können Situationen sein, das können Orte sein, das können Begebenheiten sein. Einfach aufschreiben, was euch so einfällt. Ein paar Inspirationen habt ihr gerade bekommen. Wir alle tragen Masken. Euch wird schon auf jeden Fall was einfallen. Zwei Lieder mit Extrakt und ihr habt Zeit, währenddessen aufzuschreiben, wo ihr Masken tragt oder ihr singt einfach mit oder am besten beides zusammen. Viel Spaß dabei beim Überlegen, gute Gedanken und danach sehen wir uns dann wieder. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lieb. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Von dem Gott, der Rettung bringt, Jesus, mein
unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Ja. Ich weiß nicht, was ihr aufgeschrieben habt, aber wichtig, behaltet die Maske, die braucht ihr später noch. Vielen Dank an Extrakt für eure beiden Lieder. Ich hoffe, ihr könnt so mitsingen, wie ihr es wollt und wie ihr es gerne macht. Jetzt geht's gleich weiter. Ich übergebe gleich an unseren heutigen Prediger, der eine, glaube ich, ganz gute Message mitgebracht hat. Manche von euch kennen ihn, manche vielleicht noch nicht. Ich übergebe an Martin Schott. Ja, vielen Dank, Schotti, für diese Überleitung. Hallo, ich bin Martin Schott und ich darf euch jetzt einen kleinen Input geben zum Thema. Ich bin Martin Schott und ich bin Schotti. Und trotzdem merkt ihr schon, das ist auch wie ein Filter, das ist wie eine Maske. Wenn ich mit euch unterwegs bin, wenn ich mit in meiner Arbeit unterwegs bin, dann bin ich vor allem Schotti. Dann dürfen mich Leute so nennen, aber wenn ich irgendwie mit einem Bankangestellten rede, wenn ich mit Handwerkern rede, mit im Supermarkt bin, dann bin ich Martin Schott. Und ihr merkt, so wie ich meinen Namen sage, kommt auch gleich eine Stimmung rüber, die ich dabei verbreite. Schotti vielleicht ein bisschen lustiger, kreativer, auf Leute zugehen. Martin Schott ein bisschen zurückhaltender. Erstmal gucken, was die Situation so hergibt, wie die Leute so sind, mit denen ich unterwegs bin. Noch eine Situation, in der man gut Masken aufhat, ist hier so eine Situation. Ich stehe hier in Wilgersdorf an der CVD Jugendbildungsstätte des Kreisverbandes Siegerland und hier kann man ziemlich coole Freizeiten erleben. Ich war hier selbst schon auf einigen, auf Konfi-Castles habe ich gepredigt und es ist immer cool, auf Freizeit zu sein, Wochenende oder noch länger unterwegs zu sein mit Leuten, die man mag, mit Mitarbeitern, die ein cooles Programm vorbereitet haben. Und dann ist Sonntagnachmittag und man fährt wieder nach Hause und kommt nach Hause und dann fragt Mama und Papa, und wie war's? Gut. Obwohl man eigentlich total begeistert ist und total begeistert war und es total super hier fand. Gut. Das ist wie so eine Maske aufsetzen, wie so ein Filter aufsetzen. Bloß nicht zu viel von sich preisgeben, weil da muss ich ja noch mehr erzählen, was so gut war und was ich so cool gefunden habe. Und es passiert ganz oft, dass wir Masken aufsetzen, dass wir Filter benutzen, dass wir Dinge nicht so darstellen und uns nicht, vor allem nicht so zeigen, wie wir normalerweise sind. Das ist ganz normal. Das machst du, das mache ich. Da ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes dran, weder positiv noch negativ, sondern nimm das einfach mal wahr. Ich weiß nicht, was du auf deine Maske aufgeschrieben hast, aber vielleicht fallen dir jetzt auch so ein paar Sachen ein, wo du sagst, ja, stimmt, da setze ich auch Masken auf. Das fällt mir gar nicht auf. Aber wenn ich in die Schule gehe, wenn ich in der Musikschule bin, im Sportunterricht, im Sportverein, mit Freunden unterwegs bin, dann habe ich eine Maske auf. Und ich mache dir Mut, das zuzulassen,
diesen Gedanken, ja, ich setze Masken auf, ich habe Filter auf, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Ich bin nicht immer ich selbst, sondern da muss auch manchmal, muss ich mich an das halten, was gegeben ist. Wenn wir alle keine Masken aufsetzen würden im Unterricht, dann wäre ja Tohu Wabohu, man könnte nichts mehr verstehen, weil jeder nur das macht, was er will. Es ist an manchen Stellen sogar gut, Masken aufzuhaben und sich den Gegebenheiten anzupassen. Warum es aber vielleicht nicht so gut ist, immer Masken zu tragen, was da ein bisschen schwierig ist, darum geht's jetzt. Wenn du in jeder Situation, wenn du in jeder Begegnung mit Menschen eine Maske aufhast, einen Filter dir aufsetzt, dann wird es irgendwann ganz schön anstrengend. Weil du genau überlegen musst, okay, heute treffe ich meine Oma, wie gebe ich mich da? Dann treffe ich später meine Freunde, wie verhalte ich mich denen gegenüber? Wie bin ich da so drauf? Später treffe ich noch meinen Trainer aus dem Sportverein, wie verhalte ich mich im Fußball, beim Turnen, wie auch immer. Und man muss ganz schön viel hin und her switchen. Irgendwann fällt einem das gar nicht mehr auf, da macht man sich gar keine Gedanken mehr drüber, wie gebe ich mich da, wie gebe ich mich dort. Das ist nicht so das Problem, sondern das eigentliche Problem, das dahinter steckt, wenn ich nur noch mit Filter rumlaufe, ist, dass ich nicht mehr einfach ich bin. Unser Thema ist ja Hashtag NoFilter, einfach ich. Und wenn ich die ganze Zeit nur mit Filter rumlaufe, dann bin ich nicht mehr ich, sondern dann bin ich einfach nur noch ein Filter. Dann bin ich einfach nur eine Maske oder verstecke mich hinter der Maske. Ich kann nicht mehr zugeben, wenn mich etwas total ärgert, weil ich muss ja meine Maske aufgesetzt haben. Ich kann das nicht mehr zugeben, wenn mich was total freut und ich total enthusiastisch bin. Weil ich muss ja cool sein. Ich habe die Maske cool gerade auf. Also kann ich da auch meine Gefühle nicht rauslassen. Und so setze ich das immer mehr und mehr fort. Und man merkt irgendwann, ich bin nicht mehr ich. Dieses einfach ich, wann bin ich das denn überhaupt? Und das wird vielleicht immer seltener und seltener und seltener, dass ich wirklich ich sein kann. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du das so hörst, wie ich das erzähle. Aber aus meiner Erfahrung, aus meinem Leben ist das genau so. Dass man irgendwann merkt, es sind nur wenige Momente im Leben, wo man wirklich bei sich ist und mit sich im Reinen ist. Und es gibt viel zu viele Momente, wo man dann zurückzieht, wo man seine Meinung runterschluckt, weil man hat ja eine Maske auf. Wo man mit seinen Gefühlen hinterm Berg hält. Man muss ja den Filter bewahren. Man muss ja vor den Leuten den Starken oder die Schöne geben. Es ist ganz schön schwer, das wirklich loszulassen. Und zu sagen, nee, ich will nicht mehr mit Filtern rumlaufen. Oder nicht in jeder Situation. Klar, ich habe es eben schon gesagt, es kann auch manchmal ziemlich gut sein. Es ist manchmal auch total wichtig, dass wir mit Masken rumlaufen, dass wir da unsere Rolle einnehmen und dann auch uns an die Gegebenheiten anpassen. Aber es ist auch total wichtig, dass wir irgendwann wir selbst sein können. Dass es so Punkte gibt, Zeiten gibt, Orte gibt, wo wir sagen, hier bin ich wirklich ich. Da schere ich mich nicht um die Meinung der anderen. Da schere ich mich nicht um die Meinung von mir selbst, wo ich nachher denke, was hast du denn da gemacht, sondern da bin ich einfach ich. Ich kann dir nicht sagen, wie du bist und wer du bist. Dazu kennen wir uns zu wenig. Ihr kennt mich auch jetzt, die meisten von euch, nur hier über den Bildschirm. Ich kann euch auch nicht genau sagen, wie ich bin, wenn ich bin. Aber ich kann euch sagen, dass es total gut tut. Masken abzulegen, Filter abzulegen und so sagen, hier an diesem Ort, zu dieser Zeit kann ich einfach ich selbst sein. Wir benutzen im Thema dieses Wort einfach. Und es ist überhaupt nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, seine Rolle zu verlassen, seine Maske abzulegen, den Filter einfach wegzuwischen und zu sagen, hier, das bin ich, no filter. So bin ich. Das denke ich in dem Moment auch wirklich. Einfach ist in diesem Fall überhaupt nicht einfach. Ich möchte euch gleich mitnehmen in eine biblische Geschichte, wo das jemand gemacht hat. Der hat sich dann darum nicht geschert, was die anderen denken. Und es war für ihn, weiß ich gar nicht, wie es war, ob es einfach war oder ob es schwer war, aber er hat das gemacht. Er hat gesagt,
ich pfeife auf das, was die anderen sagen, was die anderen von mir wollen, was ich tun soll, sondern jetzt bin ich dran. Ich muss gerade ich sein und ich muss meine Meinung kundtun. Und wer das ist und was ihr erlebt habt, das seht ihr gleich. Der Typ aus der Bibel, der sich nicht geschert hat um die anderen, der seine Maske, sein Filter mal kurz abgelassen hat, runtergelassen hat, das ist Bartimäus. Ich lese jetzt die Geschichte vor aus dem Markus-Evangelium. Ihr könnt gerne mitlesen, Markus 10, ab Vers 46. Dann kamen sie nach Jericho. Als Jesus zusammen mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge Jericho wieder verlassen wollte, saß da am Straßenrand ein blinder Bettler. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen, »Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Viele fuhren ihn an, »Sei still!« Aber der Blinde schrie noch viel lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Da blieb Jesus stehen und sagte, »Ruft ihn her!« Die Leute riefen den Blinden herbei und sagten zu ihm, »Du kannst Hoffnung haben, steh auf, er ruft dich!« Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus fragte ihn, »Was willst du? Was soll ich für dich tun?« Der Blinde sagte zu ihm, »Rabuni, dass ich sehen kann.« Und Jesus sagte zu ihm, »Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet.« Sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Da ist dieser Bartimäus. Er sitzt da am Straßenrand in Jericho Tag für Tag. Ich habe mich jetzt nicht an den Straßenrand gesetzt, sonst fahren die ganze Zeit Autos vorbei und ihr könnt mich schlecht verstehen. Ich habe einmal im Wald laut gerufen. Aber Bartimäus sitzt da am Straßenrand, ein Bettler, der andere Menschen darum anbettelt, dass sie ihm etwas zu essen geben, dass sie ihm ein bisschen Geld geben, dass er sich etwas zu kaufen kann. Und er ist nicht nur ein Bettler, nicht nur arm, sondern auch blind. Und er weiß eigentlich genau, was er zu tun hat, wie er Leute anzusprechen hat, welche Worte er wählen muss. Und dann passiert dieser eine Tag. Er hört, dass Jesus in der Stadt ist. Und dann ruft er. Er hat wahrscheinlich sonst nicht gerufen, mal vielleicht ein bisschen lauter, gehabt einen Denar, einen Silberling für mich. Aber er ruft in dem Moment wirklich laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Leute merken, hier passiert etwas, das gehört eigentlich nicht hierhin. Dieser Bartimäus, der macht gerade was, das passt nicht zu ihm. Und sie sagen es ihm und sagen, sei still. Sei still. Und die eigentliche Reaktion von Bartimäus wäre gewesen zu sagen, ja, okay, dann bleibe ich halt still. Ich weiß, wo mein Platz ist, wie ich mich zu verhalten habe. Ich spiele hier schön meine Rolle, ich habe meine Maske auf, ich brauche noch nicht meine Maske, ich sehe auch so nichts. Und Bartimäus, er schreit noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Hoffentlich hat es jetzt in euren Ohren geknallt. Das muss so laut gewesen sein, dass Jesus es gehört hat, obwohl die Menschenmenge um ihn herum war. In diesem Moment macht Bartimäus etwas, was ihm gar nicht zusteht oder was er gar nicht machen sollte. Er nimmt allen Mut zusammen und sagt, jetzt brauche ich Jesus. Und ich brauche Jesus. Nicht die anderen, sondern ich brauche Jesus. Und er ist ganz bei sich selbst und er ruft Jesus. Er ruft ihn, weil er weiß und weil er sich sicher ist, dieser Typ da, der kann mir helfen. Er lässt alles abfallen, pfeift auf die Meinung der anderen, was sie sagen, wie er sich verhalten soll, sondern er merkt, ich muss jetzt bei mir selbst sein. Ich muss jetzt ich sein. Und es bringt ja auch was. Jesus heilt ihn. Er macht ihn gesund und Bartimäus folgt ihm nach. Und das erlebt er, weil er allen Mut zusammennimmt und sagt, hier vor Jesus, da muss ich nicht irgendwie auf Konventionen Acht geben, sondern da kann ich auf jede Konvention pfeifen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Und deswegen muss ich jetzt ganz laut schreien, auch wenn die anderen das überhaupt nicht hören wollen. Jetzt muss ich gerade ich selbst sein. Einfach ich. Ohne Filter.
Mut ist das, was Bartimäus zusammengenommen hat. Was er gesammelt hat und in diesem lauten Schrei losgelassen hat. Seinen ganzen Mut in diesen einen Schrei gelegt hat. Und gemerkt hat, es hat sich gelohnt, Mut zu haben. Darauf zu pfeifen, was die anderen sagen, sondern zu merken, ja, bei Jesus, bei Gott, da kann ich sein. Ich finde es total cool, dass Bartimäus das gemacht hat. Und ich merke selbst bei mir, dass genau Gott dieserjenige ist, wo ich so sein kann, wie ich bin. Ich kann bei Gott total freudig sein und dankbar sein über das, was ich Tolles erlebt habe. Und ich kann bei Gott die ganze Punkt, die in meinem Leben ist, kann ich genauso rauslassen. Ich kann ihn anklagen und ihn fragen, warum er das alles zulässt. Ich kann sagen, ich halte es nicht mehr aus. Immer nur das Coole, das Starke, das Schöne, das Besondere aufrechtzuerhalten. Diesen besonderen Filter morgens aufzusetzen, wenn ich in die Schule gehe, wenn ich zur Arbeit gehe. Bei Jesus, da kann ich das einfach sein lassen. Und er möchte mir helfen, das dann auch wirklich weiterzumachen. Eben nicht nur bei ihm, sondern auch vor anderen Menschen mehr so zu sein, wie ich wirklich bin. Anderen Menschen zu sagen, wenn mir etwas nicht passt. Aber auch anderen Menschen einfach meine Freude mitzuteilen und sagen, das fand ich eben total cool. Und ich fand die Freizeit hier total cool. Und ich fand C3 at Home total cool, was ihr heute spätestens Abend alle sagen könnt. C3 at Home war wirklich cool. Und ich mache euch Mut, es dann auch euren Eltern zu sagen, euren Geschwistern zu sagen, euren Freunden zu sagen, die ihr nächste Woche wieder sehen werdet, das wirklich zu sagen, ja, das war richtig cool. Es ist so befreiend, das zu erleben, keine Filter aufzuhaben. Und es ist gleichzeitig total schwer, keine Filter aufzuhaben, weil man sich auch verletzlich macht, so wie Bartimäus. Er hat es erlebt, dass das anderen nicht gepasst hat. Und man wird immer wieder anecken, wo Leute sagen, warum bist du so, was soll das, warum gibst du dich hier so? Und Jesus will ja diesen Mut geben, zu sagen, ja, so bin ich, einfach ich, ohne Filter. Ihr könnt gleich noch weiter drüber quatschen, wie das geht, Mut zu haben, Mut aufzubringen, und ich wünsche euch gute Gespräche dabei. Ich möchte noch gerne mit uns beten zum Abschluss und dann hören wir noch ein Lied von und mit Extrakt. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass ich so sein kann bei dir, wie ich bin. Dass ich mich bei dir überhaupt nicht verstellen muss, weil du mich schon so lange kennst. Du kennst mich besser als wahrscheinlich ich sogar mich selbst. Und ich möchte dich bitten, dass du mir den Mut schenkst, immer wieder ich selbst zu sein, bei dir und vor dir und dann auch vor anderen Menschen, dass ich mich nicht so häufig verstellen muss, weil das wird auf Dauer total anstrengend und ich merke, das tut mir nicht gut, wenn ich nicht so sein kann, wie ich selbst bin. Bitte schenk mir da immer wieder Mut und lass uns da miteinander unterwegs sein. Lass uns den anderen ermutigen, dass er so sein kann, wie er ist. Oder wie sie ist. Ich bitte dich, dass du noch bei uns bist an diesem restlichen C3 at Home Tag und danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, über das Internet, über verschiedene Aktionen miteinander verbunden zu sein. Danke, dass du da bist. Amen. Jetzt noch ein Lied mit Extrakt und danach gibt es noch ein paar kurze Infos. Wir sehen uns nach dem Lied schön und laut mitsingen.
vielen Dank an Extrakt. Das war das letzte Lied in C3 Interaktiv. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr reingeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr konntet was mitnehmen, konntet euch mit dem Thema schon ein bisschen auseinandersetzen. Thema, gutes Stichwort, damit geht es gleich weiter. Mit der Kleingruppenarbeit. Eure Mitarbeiter werden euch gleich mitteilen, wie es weitergeht, ob ihr das per Zoom-Meeting macht oder im Gemeindehaus euch irgendwie trefft oder rausgeht, spazieren geht dabei. Wir wünschen euch dabei auf jeden Fall gute Gespräche. Und nach dem Mittagessen, da geht es weiter mit eurem Nachmittagsprogramm. Vieles ist vorbereitet, Kreatives, Workshops, dürft miteinander nochmal ins Gespräch kommen, dürft ein cooles Dorfspiel machen. Wir hoffen, ihr habt dabei viel Spaß. Und ganz wichtig dabei, macht bitte Fotos. Macht Fotos und postet die auf Instagram. Unter folgenden Hashtags, Hashtag C3NoFilter oder Hashtag C32020 oder beide Filter auf einmal benutzen. Ihr könnt diesen Filtern auch gerne folgen, dann seht ihr die Bilder der anderen Gruppen schon. Wenn ihr Bilder habt, dann ladet die gerne hoch in die Cloud. Eure Mitarbeiter haben den Link dazu bekommen. Den seht ihr auch gleich nochmal hier eingeblendet. Da ladet ihr die Bilder hoch, wo ihr sagt, das wäre cool, wenn wir die heute Abend im Livestream sehen würden. Und wenn die anderen Gruppen die sehen würden. Heute Mittag könnt ihr nicht nur die Aktion machen, nicht nur das Dorfspiel machen, sondern ihr könnt an zwei Umfragen teilnehmen. Die erste Umfrage, da geht es um das Thema. Wir haben Fragen hochgeladen unter folgendem Link. Da, diese Internetseite gebt ihr bitte ein und den dazu passenden Code. Und dann seht ihr Fragen und ihr könnt die voten, wo ihr sagt, das interessiert mich mehr, da hätte ich gerne noch mal ein bisschen eine tiefe Antwort drauf. Und dann werden die Fragen mit den drei meisten Stimmen heute Abend im Livestream beantwortet. Die andere Umfrage geht auch um den Livestream. Extrakt hat heute Morgen 4 Lieder gespielt und eins davon werden sie heute Abend wieder spielen. Und ihr dürft entscheiden, welches. Also diesen Link, den ihr jetzt seht, aufrufen, Code eingeben und an der Umfrage teilnehmen. Das Lied mit den meisten Stimmen, das wird Extrakt heute Abend auch nochmal spielen. Livestream, 19.30 Uhr geht's los. Auf der Westbund-Seite bei YouTube werdet ihr ganz einfach finden. Kein Problem, 19.30 Uhr live einschalten. Gibt Interaktion, ihr seid mittendrin mit dabei, könnt euch beteiligen. Auf eure Fragen wird eingegangen, euer Lied wird gespielt, euer Wunschlied. Eure Bilder werden gezeigt, eure Gedichte vorgelesen. Mehr sei noch nicht verraten. Heute Abend, 19.30 Uhr. Ich wünsche euch jetzt einen weiteren coolen Tag, C3 at home, bei euch zu Hause. Und dann bis heute Abend um 19.30 Uhr. Ciao.